Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg von Berg. Wir checken erstmal wieder unsere Drachen, würde ich sagen, und schicken die erneut los. So, dann nehmen wir den hier, den Holzcloud. Danach will ich einfach mal mit euch meine Drachen durchgehen, dass wir mal einfach abchecken, auf welchem Level meine ganzen Drachen sind, dass ihr da einen Überblick wieder habt. Würde ich sagen, ist ja sinnvoll, dann wisst ihr, wie weit ich bin und was ich noch machen muss. Gut, dann checken wir hier drüben unsere Drachen weiter ab, schicken die gleich nochmal neu los. Außerdem seht ihr ja, dass ein paar Drachen von mir vom Training zurückgekommen sind aus der Akademie. Die checken wir natürlich auch gleich gemeinsam ab, aber wie gesagt, erstmal schicke ich meine Drachen nochmal neu los und dann gucken wir gemeinsam. Gut, das haben wir erledigt. Dann haben wir hier drüben noch unseren Knochenräuber und unseren Wechselflügler. Jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal die Drachen, die wir vom Training bzw. aus der Akademie geholt haben. Hier haben wir unsere schnappende Falle. Jetzt pimpen wir die gleich mal auf. Dann haben wir nämlich erstmal wieder eine Aufgabe erledigt. So, jetzt seht ihr das doch gleich. Jo, da ist die Aufgabe erledigt. Sehr schön, wir sammeln unsere Runen ein. Und wie gesagt, unsere Aufgabe ist erledigt. Der tödliche Nanner und der Holzklau verbringen viel Zeit mit Spielen und zu wenig mit Arbeiten. Alles klar, sammle 15.000 Fische mit einem tödlichen Nanner, sammle 15.000 Holz mit einem Holzklau. Jutta, sind wir ja Jutta Dinge, das machen wir ja. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Ihr seht, unser Holzklau sammelt gerade Holz und hier haben wir einen tödlichen Nadler, der Fisch sammelt. Also ist das alles im grünen Bereich. Ich würde sagen, jetzt werden wir unsere schnappende Falle erstmal in den Hangar stopfen. Dann gucken wir erstmal in der Akademie, ob da noch drei Drachen drin sind. Jo, sind alle drei beschäftigt, also alle drei Slots sind voll, so wie es sein soll. Jetzt pimpen wir erstmal unseren Tornado auf. Der ist jetzt auf Level 43. Den können wir jetzt auch erstmal in den Hangar stoppen. Dann pimpen wir unseren wahnsinnigen Zipper auf Level 22. Den pimpe ich auch gleich bis auf Level 24. Den könnten wir dann auch später wieder in der Akademie stoppen für 4 Stunden. Aber das lassen wir erstmal. Jetzt haben wir wieder drei Slots frei, um Drachen hier zu positionieren. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal in unseren Hangar und checken erstmal ab hier hinten, welche Drachen wir platzieren. Da würde ich sagen, nehmen wir gleich mal den flüsternden Tod. Den hauen wir einfach mal hier hin. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal in unseren Hangar und gucken, wen wir hier noch platzieren können. Hier hinten haben wir noch den riesenhaften Albtraum. Den platzieren wir natürlich auch gleich noch hier hin. Und dann gehen wir nochmal in unseren Hangar und checken ab, wen wir noch platzieren können. So, da sind wir nämlich ganz hinten. Jetzt würde ich sagen, vergleichen wir erstmal, wer was sammelt. Da ist, glaube ich, der Sturmfeier am besten. Der sammelt 34.300 pro Stunde von jedem Material. Von daher passt es ganz gut. Und das ist auf jeden Fall auch der beste. Jo, den platzieren wir hier auf jeden Fall auch noch, den Sturmfeier. Der kommt jetzt erstmal hier hin. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch einen Drachen platzieren können. Aber ich glaube eher weniger, weil die Berg schon voll ist mit allen Drachen, also mit den Drachenslots sozusagen. Jo, seht ihr, 23 Drachen haben wir platziert, von daher passt das ganz gut. Jetzt könnten wir auf jeden Fall hier noch ein paar Drachen losschicken, um Material zu sammeln. Ah, was nehmen wir? Nehmen wir Holz? Ne, wir nehmen Fisch, alles klar. Und dann können wir hier noch den losschicken und Holz holen lassen. Gut, dann haben wir soweit erstmal alles erledigt mit unseren Drachen. Die sammeln alle wieder perfekt Holz und Fisch. Hier oben sehen wir unsere Materialien. 11.714.452 Fisch haben wir am Start und 9.253.382 Holz. Gut, außerdem haben wir 336 Runen, 1000 Wikinger. Mein Ohnezahn ist auf Level 54. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal unsere Drachen durch und checken ab, auf welche Level die sind. Fangen wir einfach mal hier an bei dem Holzklau. Der ist bei mir auf Level 55. Dann haben wir unseren Ohnezahn. Wisst ihr ja, der ist auf 54. Hier pimpe ich gerade einen tödlichen Nadder auf Level 55. In 8 Stunden und 21 Minuten ist er aus der Akademie zurück. Und dann haben wir den auf jeden Fall auf Level Nummer 55. In 6 Stunden und 21 Minuten ist der nächste tödliche Nadler zurück. Der ist dann auf Level 55.
Dann gucken wir einfach mal weiter. Hier haben wir noch einen Nutter auf 54 und noch einen Nutter auf 54. Außerdem haben wir hier noch einen Nutter auf 54. Dann haben wir den Dagos Grill, der ist auf Level Nummer 50. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch einen Hakadu auf Level 55 und noch einen Hakadu auf Level 57. Den könnte man natürlich dann auch wieder zum Training in der Akademie für 19 Stunden stoppen. Dann checken wir weiter die Lage. Hier unten haben wir noch einen Schockdrachen am Start. Der ist auf Level Nummer... Oh, wir sammeln erstmal hier die Runen ein. So, sehr schön. Der ist auf Level Nummer 56. Den könnte man natürlich auch noch pimpen, um den dann später in der Akademie zu stopfen. Wir gehen einfach mal weiter. Mein bester Drache ist eigentlich zurzeit der Knochenräuber. Der ist auf Level 58. Den können wir dann auf jeden Fall auch nochmal pimpen, wenn wir hier noch Fisch haben. Aber da brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge, über 20 Mille. Ihr wisst ja, ab Level 51 bzw. ab Level 52 brauchen wir immer viermal das Material, was hier steht, um den ins nächste Level zu bringen. Also 5,4 mal 4 sind dann praktisch 21,6 Mille. Dann haben wir hier den Wechselflügler auf Level 52. Wir checken einfach mal weiter. Hier pimpe ich gerade meinen Schockdrachen auf Level 58. Der ist in 4 Stunden und 18 Minuten zurück aus der Akademie. Dann gucken wir hier unten einfach mal weiter. Der Gruff ist auf Level 51 und kann in Valkas Zuflucht zum Titandrache gemacht werden. Dann haben wir hier den Regenschneider, der ist auf Level 52. Der sammelt natürlich wieder ordentlich Fisch zur Zeit. Dann haben wir hier den flüsternden Tod auf Level 52 und den riesenhaften Albtraum auf 52. Die pimpe ich aber erstmal nicht weiter, weil ich da relativ gute Drachen am Start habe, die ich dann lieber pimpe. Dann haben wir hier unseren Sturmpfeil, den können wir natürlich auch in Valkas Zuflucht zum Titantraining schicken. Aber erstmal sammelt er ein bisschen Holz für uns. Dann haben wir den Funkenhüstler auf Level 54. Den könnten wir einen Tag und eine Stunde auch im Training in der Akademie stoppen. Dann haben wir hier den tödlichen Nutter auf 54 und noch einen Nutter auf 54. Gut, dann sind wir erstmal die Drachen durchgegangen, die hier bei mir auf Berg sind. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal in unseren Hangar kurz und checken da die Drachen. Also hier habe ich 36 Stück drin. Ich würde sagen, hier die eigentlich bis Level 25 oder Level 40, weiß ich, brauchen wir ja nicht so durchgehen. Ich gehe einfach mal hier langsam durch und dann könnt ihr einfach mal gucken, aber dazu werde ich erstmal nichts sagen. Ihr seht hier den rauchverschwindenden Qualm, dann den riesenhaften Albtraum, flüsternden Tod, den humpelnden Grunzern, tödlichen, flüsternden Toten, Krallenkrabbler, Nuss und Kopf. Dann haben wir hier non-flüsternden Toten, Wechselflügler, den Muffel, Iggy, den humpelnden Grunzer, den Schockrachen, den riesenhaften Albtraum, dann noch einen wahnsinnigen Zipper, noch einen tödlichen Nadder, einen Donnertrommler am Start, einen Gronkel, einen rauchverschwindenden Qualm, den flüsternden Tod nochmal, nochmal einen Gronkel und noch einen Gronkel, jeweils auf 25, dann haben wir noch einen schrecklichen Schrecken auf 25 und auf 28, einen Schnaffelzahn auf 33, einen flüsternden Tod auf 34, dann den Rumpelhorn auf Level 37, den riesenhaften Albtraum auf Level 37, die schnappende Falle auf 39, dann Glutkessel auf 40, ein Taifumerang auf 42, ein Tornado auf 43 und ein Schädelbrecher auf 51. Den können wir natürlich auch in Valkas Zuflucht zum Titantraining schicken. Jetzt würde ich aber mal sagen, checken wir mal kurz unseren Krallenkrabbler, der kam vom Titantraining zurück. Da drehen wir einfach mal am Rad und gucken, ob es ein Titandrache wird. Nee, ist dumm, wir laufen auf jeden Fall. Haben wir Pech gehabt, wir sammeln jetzt den Fisch erstmal ein und könnten den natürlich nochmal losschicken, da reicht unser Holz aber leider nicht aus, deshalb könnte der jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Material sammeln, aber das lassen wir natürlich auch erstmal, weil wir andere Drachen haben, die ganz gut sammeln. Gut, jetzt sind wir erstmal durch soweit, jetzt gucken wir hier erstmal, was hier noch so ist. Hier können wir noch mit einem wahnsinnigen Zipper Fisch sammeln und mit einer schnappenden Falle, okay. Das ist auf jeden Fall unsere nächste Aufgabe. Wir sind erstmal durch für heute, ich hoffe euch hat es gefallen. Außerdem wisst ihr jetzt, wie meine Drachen so am Start sind, welche Drachen ich habe, auf welchem Level und. Ihr könnt ja mal eine Kommentare schreiben von den Drachen, die ich alle besitze, welche ich als nächstes in der Akademie
trainieren soll. Außerdem, welchen ich zum Titandrachen machen soll. Ich bin ja, wie gesagt, alle Drachen durchgegangen. Ihr habt einen Überblick. Und dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.